Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dismantle. Also ich habe Blätter gesammelt, habe hier sehr viel angebaut und schauen wir es nochmal an. Habe sonst nichts weiter gemacht, bin nur rumgelaufen, hab Blätter gesammelt und sowas. Oh, Tierlänge könnte ich jetzt. Ich könnte jetzt ein paar Sachen upgraden tatsächlich. Ich brauche dringendst Eisen. Ach ja, und Tiere habe ich noch getötet, aber ansonsten. Ich brauche echt dringend Eisen. Sonst komme ich irgendwie nicht weiter. Moment. Oh, Moment. Moment, Moment. Ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Option. Audio. Die bitte nicht mehr. So. Sorry. Habe ich nicht wieder umgestellt. Ja, ich muss anderes Gepäck ausrüsten. So, was nehmen wir mit? Ich nehme mal die Schaufel mit. Und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen mit euch kochen. Schon gemacht, was wird das bringen? Nein. Hamburger. So, viermal Salat. Fünfmal Fleisch. Und viermal davon. Maximum Trefferpunkte, die nehme ich. Ein dickes Hackfleischpatty zwischen zwei frisch gebackenen Brötchen, wahrlich ein moderner Klassiker. 140 HP. Angelgeschwindigkeit generell erhöhen, finde ich nicht schlecht. Kann ich ja jetzt auch machen. Fünf und sieben. Hä? Ist ein Fehler? Da ist irgendwie ein Fehler. Darf ich das gerade nicht machen? Schaden hinterrücks nehme ich auf jeden Fall. Und Bären. Warum darf ich das nicht? Bin ich noch voll? Darf ich nur begrenzt oft was essen? So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Brennstoffzelle. Brennstoffzelle. Wo genau bin ich gerade? Nicht an dem bauen. Hier bin ich, genau. Aber eigentlich hatte ich. Wartet mal, ich hatte hier unten doch. Ach doch, das ist die richtige Richtung. Ich würde sagen, ich hatte hier doch irgendwo was gefunden, was ich sehr interessant fand. Kann ich den auch einfach ausweichen? Das ist ja noch viel simpler als ich dachte. Oh, Gummi. Davon habe ich noch nicht so viel. Aber ich wollte, glaube ich, eh in die Richtung was sogar. Oh ja, der Schaden ist ja deutlich höher. Genau, aber hier ist noch ein. Ach, Dietrich, kann ich. Darf ich jetzt? Backfisch mit knusprigen Fritten. Eine bemerkenswerte Kombination.
Ach, habe ich nicht, okay. Kann ich jetzt. Ich vermute, es war ein Bug. 7 Eier. Ei, wie viel. Was? Was zur Hölle? Ein flacher Teigfladen in der Pfanne goldbraun gebraten. Ein vielseitig und zeitloses Frühstücksgrundnahrungsmittel. Ja, ich liebe Pfannkuchen. 240. Wie viel HP kann man in dem Spiel eigentlich bekommen? Na. Ich habe zwei Achievements gekriegt, einmal für Bauer und einmal für, dass ich, also ich habe 200 Pflanzen geerntet und einmal habe ich was gekriegt dafür, dass ich hier 10-mal die gleichen Sachen im Inventar hatte. Okay, 75 war auf dem Arsche. Alter Hut. Hier war irgendwo noch ein. Oder war ich hier doch schon? Ach, hier war ich. Ach, hier waren doch diese komischen Zwillinge. Richtig, den habe ich. Habe ich noch nicht erwischen lassen. Ja, die halten halt so verflucht viel aus. Ach, die geben. Ach, richtig, perfekt. Die sind zum. Da, bei denen sollte ich ein bisschen farmen, wenn ich ehrlich bin. Danke. Da haben sie vollgeklickert, auch die Schweine bitte selbst wegwischen. Wäre schon angebracht, finde ich. Persönlich finde ich das immer ein Unding, wenn die Leute ihren Scheiß einfach nicht, also einfach nicht sauber machen. Wir haben auch auf Arbeit welche, die ungelogen, anstatt zu putzen, einfach alles stehen lassen. Weil irgendwer macht's ja schon. Gut, dann heißt, ich muss die in Zukunft mehr vernichten. Weiß ich auch wieder, warum ich hier. Natürlich richtet das keinen Schaden an. So. Gar nicht so schlimm. Ja, die Mana-Perle mag ich. Sehr schön. Das hat sogar richtig gut funktioniert. Ich habe noch mal ein bisschen die Lautstärke angepasst. Ich hoffe, das passt so. Hier von hinten ran. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal.
Ach so, warte mal, da war ein. Da, ach, vielleicht sollten wir erstmal die Tür versuchen. Verrückte Idee. Sie könnte funktionieren. Ein Smoothie. Gegner Sichtweite geschrumpft. Ein eiskaltes Smoothie mit Bärentopping. Frischt nicht nur die Lebensgeister auf. Finde ich super. Keine Ahnung, warum dafür Eier. Hundertachtzig, das ist so krank. Muss jetzt mal kurz mein Inventar leeren. Finde es aber gut, dass ich von den großen Stahl kriege, also eine Chance auf nicht Stahl, aber Eisen habe. Okay. Wie komme ich aber trotzdem nicht rein? Wie kommt man mal? Wie komme ich da rein? 70, ne. Ah, ja. So. Working escape pod left. There is still the one pod left, but we have uninstalled the fuel cells just in case. Do not use the pod. This is an automated recording sent from P23 to the Crown Station. Benutzen Sie diese Kapsel aus Sicherheitsgründen nicht. Okay, das ist ja eigentlich scheiße. Würde ich lieber denken, ich brauche das anderes, um hier abzuhauen. Oh, ich habe die letzten Tage schon wieder nichts anderes gemacht, außer Zeug für die Schule. Das ist so zum Kotzen manchmal. Schnauze. Meine Frau hat vorhin auch angemerkt, dass ich irgendwie schlechte Laune habe. Und ja, ist tatsächlich deswegen so gewesen. Ist das? Ach, okay. Ich habe da was anderes gerade gesehen. Passt schon so. Yay, der gute Stoff. Haha, verstanden. Ah, Zwiebeln. Zwiebeln habe ich nicht so viel. Die brauchen lange. Zwiebeln sind tatsächlich sehr willkommen. Ich frage mich, was es noch alles gibt. Weizen und Zwiebeln brauchen unglaublich lange. Braucht beides über eine Stunde. Ich habe das halt laufen lassen und nebenbei an meiner Zusammenfassung gearbeitet und ab und zu mal geerntet. Das ist ein echt großes Haus. Gut, Gewürze. Gewürze sind das Einzige, was ich nicht herstellen kann. Von daher auch ein gewisser Wert.
Im Grunde unbezahlbar. Oh, Zwiebeln, sehr schön. Ihr seht auch, ich habe ein bisschen Holz nebenbei mitgeholt. Alles, was ich irgendwie gefunden habe. Und hier war das, was hat das noch gebracht? Auch irgendwas Interessantes. Okay, jetzt muss ich doch hier hin, weil Stufenaufstieg bedeutet auch gleichzeitig neues Zeug. Und den Klops besiege ich gerne nochmal. Horte. Ja, ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal genommen habe. Erfinden, was gibt's Neues? Ein Straßenkämpfer? Mit E-Eisen. Keine Ahnung, wo ich die Mana-Perlen hinkriege. Eisblock-Gummi, Ente, Schmelztabletten, Hasenfutter, unwichtig. Hier müsste ich mal gucken, weil hier sind ein paar Sachen. Okay, was kann der? Ursprünglich umworfen, um Bälle weit wegzuschlagen, hat sich aber auch als handliche Schlagwaffe erwiesen. Okay. Nehme ich mal mit. Baseball-Sammelkarte. Sammelkarte mit Bild. Rückstoßstärke. Keine Ahnung, ob mir das was bringt. Hier könnte ich. Das Eisen will ich aber eigentlich nicht dafür ausgeben. Noch nicht, muss noch ein bisschen warten. Ein Gyroskop. Seitwärts. Was kostet das? Nur Kram, den wir eh haben. Ach so, das kann ich ja nicht hier machen. Nein. Elektronik. Oh ja, das könnte ich machen, den Schlafsack. Stoff und Gummi. Dann gib ihm. Oh, ein bisschen mehr Eisen. Es ist einfach Eisen, was fehlt. Bist immer schon auf 30. Aber ich will eigentlich die Machete erhöhen. Bin ich nämlich schon viel, viel höher. Interessanterweise scheint auch Plastik zu fehlen. Ist verfehlt. Ach, Gummi, nicht immer Eisen, schade. Bin ich verletzt? Ja, minimal. Die kommen echt nicht wieder. Aber was ist das? Blöcke abgerissen, um gleich nach Nordkraft zu überbrücken. Kartoffeln. Okay. Das Gute ist, was ich gestern alles geschafft habe, ich habe von den Sachen, die ich machen wollte, tatsächlich ein bisschen was weggeschafft. Also, ich habe tatsächlich das geschafft, was ich mir gestern vorgenommen habe. Das ist schon ewig nicht mehr passiert. Und zwar so ein, zwei Minuten vor Mitternacht. Da war ich dann schon ein bisschen stolz auf mich. Meistens nehme ich mir nämlich einfach zu viel vor. Eier braucht man. Ach Mist, jetzt war ich. Das war mein Fehler. Jetzt habe ich gepennt. Hier ist noch was zum Plündern. Das ist auch noch. Ich muss die Häuser plündern, das ist tatsächlich wichtig.
Habe ich hier nicht auch Schrott, Eisen rausgekriegt, wenn ich mich recht entsinne? Ja. Das gute Eisen. Lustigerweise hoffe ich eher auf Rezepte gerade. Als auf alles andere. So. Bloß noch die Küche. Boah, was ein geiles Bett. Nach all den Jahren wahrscheinlich total verranzt, aber. Die Federn müssten aber eigentlich noch gut bleiben, wenn ich darüber nachdenke. So macht man das. So läuft das auch echt gut mit den Tieren. Tierfreund Stufe 1 ist schon nützlich. Okay, wenn du nämlich nicht rennst, kriegen die auch keine Panik. Und wenn du dich vor sie stellst, kannst du meistens meistens, nicht immer, aber meistens zweimal schlagen. Oh, ich habe einfach zu viel Kram. Katana reizt mich halt auch, das heißt, muss halt super viel Schaden machen. Wie lange bin ich schon drin? 22 Minuten. Ist halt sehr viel Kleinkram, den ich habe. Viele einzelne Sachen verstopfen in dem Spiel halt das Inventar. Ich habe auch ein Achievement gekriegt dafür, dass ich 10 Stacks voll mit Material hatte. Wirklich bis oben hin voll war ich. Es gab auch ein Achievement. Wieder so ein schöner Cube. Halt die Klappe. Alles Gebiete, in denen ich noch nicht war. Ich glaube, die Bären kommen tatsächlich nicht wieder. Bären und Pilze sind auch vergängliche. Ruin von Estelklippe. Klingt ganz ehrlich gesagt recht nobel. Ja, wenn ich die von hinten erwische, dann sind die ziemlich schnell tot. Rezepte. Naja, Gewürze gehen an und für sich trockengelagert wirklich nicht kaputt. Die schmeckt nur irgendwann nach nichts mehr. There have been reports of hostile attacks in multiple areas of the island. These are
falsehoods perpetrated by antagonistic forces in our midst. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Wir haben schon fast die Hälfte. Ich glaube schon, dass die alle aufeinander nach und nach losgegangen sind. Ofenkartoffeln. Brauche ich mehr Fisch? Generell aber eigentlich auch kein Problem. Ist das Schnee? Minus 10 Grad komme ich gerade noch klar. Anscheinend mit dem auch. Was ist das? Ach, so ein Hund. Ich sehe zumindest nicht, dass ich anfange zu erfrieren. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wo bin ich da drin? Eine Wärmflasche gibt es auch noch. Wahrscheinlich habe ich genug Felle mittlerweile für die Pelzmütze. Ein Rentier. Okay, ich sollte was dagegen tun auf jeden Fall. Gucken wir wenigstens nach der Pelzmütze. Ja, der Schaden, der extreme Zusatzschaden hinterrücks ist halt übel. Nachschubdepot. Diese hinterrücks zu erwischen ist schmerzhaft. Öffnen. Ja, vielleicht soll ich doch langsam mal diesen blöden Kack-Dietrich erfinden. Uiuiui, das war gefährlich. Nur Gummi. Mir scheint es auch kalt zu sein.
Mehr von dem Zeug. Wie lange? Oh, ich bin 30 Minuten drin. Muss das ein bisschen mehr im Blick behalten. Okay, dann würde ich sagen, das war Let's Play Dismantle für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.